In diesem Video erhaltet ihr ein kurzes Unboxing der Synology NAS-Serie DS2 2012J, also das Einsteigerprodukt aus dem Jahr 2012. Ich habe mir das gerade geholt und ich erhoffe mir viel Spaß damit und ich bin gespannt, was so alles drin ist. Wie gesagt, ich mache jetzt nur ein Unboxing, vielleicht kommt noch mal ein paar Wochenbericht auf meinem Blog dazu. Also, Synology braucht man nicht sagen, es ist eine sehr gute Firma, deswegen schön hochwertig verpackt. Ich ziehe jetzt gerade das NAS-System hier raus, aus so einem kleinen Tray. Und schon habe ich das hier in der Hand. Der kleine Server, so nenne ich es mal, ist schön klein. Und jetzt habe ich schon die erste Hürde mit euch. Hier ist ein Klebeband drauf. Ja, machen wir das da mal dann. Schauen wir was noch dabei ist. Es gibt hier eine Packung mit einem Kabel, also das Netzkabel. Und noch eine breitere Packung. Hier tippe ich mal stark, dass die Anleitung dabei ist und das übliche Rest. Hier ist ein Netzteil dabei, einige Schrauben für die Einschraubung von Festplatten und dann noch ein LAN-Kabel. Weiterhin CD zur Installation und das wäre es auch vom Zubehör. Jetzt schauen wir mal weiter. So. Also da haben sie sich beim Verpacken echt Mühe gegeben. Das Interessante ist jetzt gerade, dass dieses Leergehäuse, es sind ja keine Festplatten drin, also Festplatten sind nicht mit Nieselumfang, dass das echt relativ leicht ist. Aber es kommt ja auf die inneren Werte drauf an und da hat mich dieses System von den Sachen überzeugt. So, jetzt holen wir mal das kleine Baby raus. So sieht das gute Stück aus. Weiß. Hier vorne mit dem Druckschalter ein und aus. Nochmal den Status. Danach auf der Rückseite ein relativ großer Lüfter. Und Netzanschluss. Zweimal LAN und USB. Dann noch eine Hardware-Sicherung, damit es nicht gestohlen wird. Wenn man das möchte, kann man das im Büro festmachen. Wie öffne ich das? Ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Man kann es einfach so. Ja. Öffnen kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Ist ja auch nur ein Unboxing. Deswegen hier, so schaut es aus.